Hallo und herzlich willkommen zu diesem Highlight-Video. In diesem Highlight-Video habe ich zwei Streams von mir zusammengeschnitten von Dragon Ball Z Kakarot. Am ersten Tag habe ich Mira gemacht, also den Kampf gegen Mira, das seht ihr auch, und habe die Dragon Balls gesammelt. Und am zweiten Tag habe ich das Freezer-DLC gespielt, so wie was ich eigentlich am ersten Tag machen wollte, aber nicht mehr geschafft habe. Genau, und ihr seht jetzt hier die besten Szenen bzw. die Kämpfe und wie ich halt die Dragon Balls gesammelt habe. Ganz kurzer Disclaimer noch, ich habe beim Freezer-Stream ein paar Probleme mit dem Internet gehabt. Das heißt, ja, es ruckelt an manchen Stellen. Ich versuche das so gut wie möglich rauszuschneiden, aber wenn irgendwie was ja wichtig war oder ich ganz gut fand, dann lasse ich das drinne. Also wundert euch nicht, wenn das Bild ruckelt. Es liegt nicht an eurem Internet, es lag an meinem. Gut, dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß. Jawohl. Bis dann und ciao, euer Firelex. Hey, was? Oh, wer seid ihr denn? Tschüss. Okay, probieren wir mal den. Als ob ich beide getroffen habe. Sie sind halt einfach viel zu sehr unterlevelt. Tschüss. Tja. Der macht mir eh keinen Schaden. Ja, was machen wir denn? Unendlichkeitsbreaker. Zack. Und zack. Die. War sogar noch ein Crit. Krass. Rip. Oh. Er ist wieder da. Und Cell? Was? Zweite Form Cell auch noch? Ja, da kommt jetzt auch noch Perfect Cell oder was? Cell, erste Form. Okay. Ja, hier Unendlichkeitsbreaker. Oh, what? Einfach Big Bang Attack. Ja, moin. Okay, die halten wenigstens schon etwas mehr aus. Mit wieder Verstärker, aber mit einem anderen Full Power Freezer. Final Form Freezer. Bringt ihm aber auch nichts. Das Ding ist, ich hakei die halt hier gerade mehr oder weniger weg. Alle. Mit AC 18 und C20. C17. What the fuck? Ah, Perfect Cell. Okay, das war zu erwarten. Süß, zwei Cell Juniors. Durch und durch böse freigeschaltet. Alles klar. Oh no. Ach da, Gott sei Dank. Wenn der sich jetzt in den Dragon Ball gelegt hätte, das wäre natürlich fail. So. Kommen die Dinger überhaupt an? Jetzt. So, easy. Wie der Dragon Ball einfach hier drinne war. So, nur noch zwei Dragon Balls fehlen. Okay, wer jetzt? Ah, Captain Ginyu. Alles klar. Freezer zweite Form. Freezer dritte Form. Okay. Ja, das ist machbar. Big Bang. Rip. Ist er sogar. Big Bang. Mit zwei Anhängern, die easy sind zu töten. Okay, und jetzt Freezer. Jetzt dritte Form. So. Alle im Nahkampf platt gemacht. Oh, was kann jetzt? Ah, Freezer. Full Power. Okay. Ist auch wieder easy. Ein paar Sekunden später.
Okay, nah dran. Hau rein. What the fuck? Ach, da. Ja, was ist das für ein krasses Loch? Bester Ort für Dragon Balls. Zack, jetzt haben wir alle. Dann mach ich mal so. Achso, ne, überspringen wir einfach mal nicht. Alter, sieht das geil aus. Ich werde dir jeden Wunsch geben. State your wish. Okay. Oh ja, Mann. So. Du wirst das letzte Opfer sein. Aber auch nur Big Bang Attack hat so eine krasse Dings. Okay. Aber auch nur Big Bang Attack hat so eine krasse, wie soll ich sagen? Ja, Range einfach von der Explosion. Dabra, komm, Bu. Ja, Mann, Alter, der Bu ist halt heftig. Dass der jetzt kommt, Alter. Ach, ja, komm. Ha, hau rein. Ja. Oh mein Gott, Bu mit seinen anderen Kollegen. Ah, trotzdem Watchout. Oh Mann, von denen hatte ich richtig Respekte. Und richtig viel erwartet habe ich auch. Ja. Dabra. Mit. Oh mein Gott, Macho Vegeta und Fat Boo. Und Boo lebt. Jetzt schlage ich einfach zusammen den Kick. Alles klar, was war das? Oh, Kid Boo. Ja, hiernach müsst ihr ja Dings kommen. Den anderen beiden Boos. Ja, haut rein. Also gegen die Godform sieht ihr halt echt nichts mehr. Ah. Oh, okay. Towa. Oh, Gotenks? Alles klar. Vielleicht noch ein Vegito auf Lager? Willst du mich verarschen? Das war ein Spaß. Alter. What the fuck? Aber wie kann die Gotenks und Vegito kontrollieren? What the fuck? Oh nein. It looks like you've improved. It's finally time. Oh nein. Stages of the experiment can come. Muss gegen die Fusionen kämpfen, oh nein. Welches Level? 100. Okay. Oh, what? Ah, wow. Ist interessant. Überlebst du das? Nee. Schade eigentlich. Aber ich bin 150 Level über denen. Mich wundert nichts mehr. Okay, genug Energie. All of the energy has contributed greatly to Mira's glorious revival. Everything is in order for the revival. Alles klar. Ah, da. The fuck, wie krass ist Mira denn bitte? Ach, so stark kann er gar nicht sein. Finally. These energy levels are just as I predicted. No, perhaps far greater. Oh. If Mira can absorb all of the energy you produce, he'll become the ultimate warrior. Oh, what the fuck?
the demon realm will finally be restored to its former glory. I doubt that you can best my masterpiece now that he is resurrected. Nee, danke. More powerful than ever. I am the ultimate being. Prepare yourself. Ultimate Lifeform hat das Shadow the Hedgehog Vibes. Welches Level bist du denn? Ach komm. Du machst mir eh keinen Schaden. Bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, der Kampf wird spannender. Aber ey, der hält schon ein bisschen was aus, ne? Probieren wir es aus. Okay, er hält auf jeden Fall was aus. Not bad. Er macht mir halt nur keinen Schaden. Okay, dann falke ich jetzt meine stärkste Attacke aus. Wenn er mal fertig ist mit Spam. Aua. Nee. What the fuck? Gekidama? Okay, jetzt hört der Spaß aber auf. Aua. Okay. Du hast die Ultimate Power. Okay, ich gebe dir meine Ultimate Power. Hallo? Warum habe ich nur ein A? Ich hab den voll weggebombt. Gut, ich habe mich zu viel schlagen lassen. Okay, nieder mit dem Dämonenreich. Naja, ich bin Gott, also was willst du tun? Stimmt, absorbier einfach Tova, dann bist du stärker. We'll move to another timeline. We should be able to procure more energy there. Alles klar. Die lassen wir jetzt einfach kommen in Xenoverse 3. Let's go. We've done all we can do here, but that doesn't mean the fun has to end. I'll leave you with some of my creations. They should provide enough entertainment for you. Alles klar. Until we meet again. Torwart hat einfach noch ein paar Leute uns da gelassen zum Spielen. Okay. Und wieder auftauchen von Super Berserker Gegnern. Was? Okay. Oh, geile Rückblende. I'm going to make my way back to Earth. You can stay here and suffer the same fate as this planet. Alter, er heult. How can you beg for mercy? How many people begged you for mercy before you slaughtered them? How many? Mimi, er heult richtig rum. Aber im Englischen hat Goku sie auch so richtig in den Trip geschoben. I've given you just a little bit of my energy. That's all you get. You're on your own. Oh nein, jeder weiß, was jetzt kommt. You fool! Oder you moron. You fool! You fool! What? Rip. Rip Freezer. Und da ist er wieder. Aber man sieht gar nicht, wie Freezer wiederhergestellt wird.
enemies known as Frieza and Goku had once fought to the death on the planet Namek. During their epic showdown, Goku's anger triggered something. It awakened the Super Saiyan transformation, which helped him defeat the terrible tyrant Frieza. Also, Goku, das weiß doch jeder. Frieza, it was believed the two fighters would never again cross one another's paths. But that was not the case. Having been brought back to life with the use of Dragon Balls, Frieza lived once again. He now sought vengeance against the Saiyan who'd humiliated him. Determined to exact his revenge, Frieza gathered his forces, also brought back using the Dragon Balls. Oh, sogar die Ginyu-Force wurde zurückgeholt. Interessant. In preparation for the battle, Frieza subjected himself to intense training and attained immense power. Okay, jetzt bin ich hyped. Ich kenne ja gar nichts von dem DLC, ne? Ich kenne nur den Finisher von Goku gegen Frieza. The time for vengeance has finally arrived. Now then, let's pay Goku's beloved Earth a visit, shall we? Oh, jetzt bin ich gespannt. 250, genau. Aber das wird wieder mal ein richtig geiler Kampf. Junge! Luis! Alter, Junge, dieses Kampfsystem ist immer noch so geil. Ey, hör auf, den Ultra Instinct zu benutzen, das ist unfair. Och, Junge. Echt jetzt? What the fuck? What? Er rastet komplett aus. Alter. Junge, nochmal! Junge, wie ihn Essen einfach bufft. Hallo, Chimmer. Achso, ich hab ja gar... Okay. Dort Kamehameha. Ja, gleich hab ich ihn. Drachenfaust. Was? Ah nein, eine Erdbeere. Hielt er sich jetzt? Ja, Dragon Fist. Alter. Und dann nochmal und dann dürfte das klappen. Okay, Whis, let's go. Diesmal machen wir wirklich ernst. Wow. Ah, okay, der hat... Okay, der bufft sich immer. Oh, what the fuck. Oh, die Gekidama. Als ob. Die Gekidama ist zu stark. Bam, God. Ein paar feine Flash. Aber das, was ich am liebsten mache, ist immer noch der hier. Big Bang Attack. What the fuck? Was hat der jetzt gegessen? Du hast keine Chance. Oh, fuck. Oh, fuck. Hallo? Oh, mein Gott. Ausweichen. Ah! Junge, übertreib mal nicht. Einfach den Finisher-Move gegen Beerus genommen. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr auf Nahkampf. Ich will wirklich mal alle Phasen von Whis sehen. Junge, wie geht da? Junge, die Kombos sind echt geil. Teriyaki? Oh nein. Oh Gott. Hilfe! Hä? Ich glaube, er hat mich. Ist aber nur eine vage Vermutung. Ja, hat er mich verbuggt? Nee. Junge. Okay, das war echt stark. Und das gleiche nochmal. Alter. Oh mein Gott, jetzt geht's rund. Erstes Mal ein bisschen Blue. Lernen wir auch neue Attacken? Wäre auf jeden Fall cool. Oh, jetzt geht's rund. Ja, Mann. Oh mein Gott. Bitte geile Kamerafahrt. Yes.
geil. Super Saiyajin God, Super Saiyajin Goku und Vegeta. Look at that! Your efforts have finally paid off! Though, it looks like we can't stay in this form for very long. Which means we haven't completely mastered it yet. You two have really surprised me. I must admit, I wasn't expecting you to reach this level in such a short period of time. You know, I'm pretty surprised too, if I'm honest. I had no idea I could go beyond Super Saiyan. Was ich mir auch vorstellen könnte fürs nächste DLC, der Future Trunks Arc. Mit dem Full Power Super Saiyan Blue. Also aus dem Manga. Have both managed to become Super Saiyans with the power of Super Saiyan Gods. That's a rather cumbersome way of putting it. Let's see. Your hair becomes blue while in this form, so perhaps Super Saiyan Blue. Alle sind sich einig, dass das der Blue ist. Du kannst jetzt zum Super Saiyan Blue werden. Oh, geil! Stufengrenze erhöht. Super Saiyan Blue, huh? That'll be. Now that you've achieved this power, I think all that remains is to put. Okay, ich bin hyped. Level 300 incoming. I want you to engage me in battle using all of your power. Up for it? This should help you come to terms with your new form. Na, alles noch gleich. Also er greift auf jeden Fall schneller an. Junge, er hat ja gar nicht mehr aufgehört. Oh Junge, was? Wie geht er? Okay, Gott Kamehameha. Aber das zieht richtig viel Ki, die Form. Lol. Super Saiyan Blue Form is becoming second nature to the pair of you. Hey, wie gut. Should the two of you learn to work together, I dare say you could possibly go toe to toe with even the likes of Lord Beerus. Whoa, really? Kann man nicht die Kaioken mit dem Dings kombinieren? Das wäre eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Oh, bother. This intense rivalry between you two is proving most troublesome. So, Weiss, could you maybe train me some more? I really want to master Super Saiyan Blue. Ich will Super Saiyan Blue auch richtig beherrschen, damit ich nicht mehr so viel Kiefer brauche. What? I'm not going to let you hog all of Weiss's time. I'm training too. At least you two see eye to eye on something. Ich hoffe, ich kann beide gleichzeitig trainieren. Let's press onward, shall we? Ultimatives Weihwasser, let's go. Okay, wir trainieren jetzt erstmal. Meanwhile, on Earth, Gohan's calm, carefree life was interrupted when he was summoned by Piccolo to engage in some grueling training. Ja, Mann. It's all right. Take a breather. Piccolo nimmt mir einfach hops. Dieser Moment, wenn Piccolo stärker ist als Gohan nach der Musaga, traurig, ne? Seems like these peaceful times have made you soft. Yeah, sorry about that. It's just. My mom keeps giving me a hard time about my studies. Ja, ja, immer auf die Mutter schieben. Setz dich doch mal durch. I don't care about your studies. You can't neglect your training. That's the one thing you should never skimp on. Jawohl, Papa Piccolo. You're right. I'll try to work some into my schedule when I can. We're getting right back into it after this break, and it won't be nearly as easy as. What was that? Some sinister energy is making its way here. It can't be him, can it? Yeah, I know this energy all too well. It's definitely him. Oh mein Gott, Freezer. Ist auf der Erde angekommen. Oh, what the fuck. Large source of energy Gohan and Piccolo sensed belonged to none other than holy Freezer shit. And his men. That's right. Freezer had finally made his arrival to the planet Earth. I've waited far too long for this moment. Mit der ganzen Ginyu Force, let's go, Alter. It seems I have a little time to kill before Goku makes his arrival. Perhaps I should have some fun while I wait.
Ach du meine Fresse. Gohan and Piccolo, they weren't the only ones who sensed the arrival of Frieza and his menacing troops. Krillin, Tien and the others, sensing the sudden appearance of an evil energy, made their way to Gohan and Piccolo's location. A lot of energy levels are cropping up all over the place. They're on the move. Yeah, we better hurry after them. Yeah, there's a lot of them. We'll have to split up and handle each group separately. Got it. Ich nehme hier einfach mal die Schwächeren. Bitte melde Piccolos Team. Ja, Piccolo ist bei mir aber nicht so stark. Ja, wir nehmen Krillin. Und wir nehmen Son Goten. Ja, wird schon passen. Let's go. They're more powerful than we originally thought. Stay sharp. And so, the fight with the Frieza Force had officially begun. Oh boy. Ja, aber ich kann ihn noch dingsen. Let's go. Okay, let's go. Bekämpfen wir die. Rast einfach direkt aus. What the fuck? Direkt mal ein paar rausnehmen hier. Oh, die Explosion ist leider nicht groß genug. So. Ah, schade. Okay, machen wir sie so platt. 150, das kann dauern. Solar Flare. Damit die sich nicht wehren können, jawohl. Bei 150 Gegner zu besiegen hintereinander ist echt. Dauert echt. Warte mal, ist das nicht auch mega stark? Grip. Junge, wer ist er denn? Hau rein. Ah, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Oh mein Gott. What the fuck? Alles klar. What the fuck? 40 Gegner auf einmal. Ah, das sollte ausreichen. So, mal gucken. Jawohl. Und hier eine Lichtgranate. Aua. Ah, sollte ausreichen, oder? Hat ausgereicht? Weiß ich nicht. Naja, passt auf jeden Fall. Das war stark, Junge. Nochmal Sonnenblende. Ich muss unbedingt die Supporter immer einsetzen, wenn ich kann, damit ich diese Z-Dinger machen kann. Z-Angriffe. What? Oh, drei Level gestiegen, ist doch gut. Ha, Sabon hat gegen Namekiana verloren. Okay, jetzt bin ich Gohan. Okay. Okay, ich habe gerade irgendwie Internetprobleme.
Okay. Jetzt gibt's richtig aufs Maul. Ah, die Genio Force, man kennt sie. Super Genio Sonderkommando. Juckt irgendwie keinen. Alter, what the fuck. Die streiten sich einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, diese Ansagen. Yamshu unterschätzt die halt komplett. Ja, Rikun und Ginyu müssten das ja sein. Sind ja nur 5 bei der Ginyu Force. Aber ich vermisse ein bisschen Taguma. Sagte niemals jemand. Wird jemandem schon schwindelig? Mir wird's langsam schwindelig. Jetzt will ich was sehen. So. Ja, ja, nur 33. Was? Okay, wahrscheinlich wegen den beiden. Ach so, es sind die letzten beiden. Ja, gut. Ich mache nur ein Damage. Ja, das ist natürlich doof. Aber ich mache mehr Damage. Ah. So, Ginyu. Ah. Das reicht. Junge, der arme Typ. Wie könnt ihr mehr Kraft haben als wir? Das Super Ultra Ginyu Sonderkommando kann nicht verlieren. Wenn diese Typen so viel stärker sind, dann könnte Freezer ein echtes Problem werden. Wir werden wohl doch die Hilfe meines Vaters brauchen. Wir müssen weiterkämpfen, bis er kommt. Okay. Und jetzt muss ich gegen Freezer kämpfen, oder was mit den beiden? Gohan und sein Team arrived at the source of the very powerful energy. Nearly the same exact time, Piccolo and his team appeared and met up with Gohan's people. Before the warriors was a spaceship, one that was all too familiar to all of them. That's Frieza's spaceship. I'm guessing the guys we fought earlier came here in that. Seems like you also had to deal with Frieza's men. Yeah. They were a lot stronger than the last time we fought them. I'm sensing some seriously strong energy. Aber Gohan dürfte eigentlich mit Freezer fertig werden. Also mein Gohan. Nicht allgemein. Wobei, ich kann es schlecht einschätzen. Ginyu hat schon gut eingesteckt. Nein, Gohan. Bekommt gleich einen Laser durch die Brust, safe. If it isn't the Namekian who attempted to fight me. Oh, and you would be Goku's son, would you not? Now, where might Goku be? My dad's off somewhere far away training. He's not here. How unfortunate. I was hoping to kill him and blast this backwater planet into a million pieces. What the hell are you doing here? What do you even want? Is it not painfully obvious? Must I spell it out for you? Revenge. Nothing more, nothing less. Goku must suffer for what he's done to me. I had a feeling it was something like that. The utter humiliation that... Aber Rache ist kein... ist nicht der richtige Weg. Allow his actions to go unpunished. Unfortunately, he doesn't seem to be here. No matter. Knowing him as well as I do, he'll eventually show his face. However, I am not a patient man. I don't intend to just sit here and wait for him. Perhaps I'll warm up by torturing you first. This power he's hiding. Frieza's far stronger than he was the last time we fought him. Ja, hat er auch trainiert. Hopping point. This Super Saiyan Blue transformation is getting a lot easier to manage. I intend to perfect this form, and once I do, you'll be the one in my Shadow Kakarot. There's no way I'm letting that happen.
Simply marvelous. You two have improved leaps and bounds. It's most impressive. Continue at this pace and... Oh. It seems I have a call from Earth. Please, excuse me for a moment. Why, hello, Bulma. Have you managed to concoct yet another tasty... What's that? Did he say Bulma? I see. I'll be sure to pass your message on to Goku and Vegeta. Sending my love and all that. Take care. Something happened on Earth? Well, it appears Frieza is alive and has invaded Earth with his troublesome little army. What? Frieza will dir den Arsch aufreißen, gar keinen Bock. Huh? Why in the world would Frieza choose to do this right now? Beats me. I haven't the foggiest. Na, für Training ist doch Zeit, oder? I'd say he's there to get revenge on you, Goku. Ah, Lord Beerus! Did you enjoy your nap? It was fine, but I would have slept even better if I hadn't gone to bed on an empty stomach. Even if he is seeking some sort of revenge, Trunks and Goten should be more than enough to put someone of Frieza's power level in their place. Oh, I'm afraid that doesn't appear to be the case. What do you mean? I'm not privy to the specifics, but Bulma informed me that the others seemed rather concerned when they ventured to the battlefield. Earth may be in more trouble than you realize. Maybe he's undergone some sort of training in preparation for his grudge match against you, Goku. I'm not really sure what's going on, but we'd better not waste any more time. Ab zur Erde. Back to Earth fast. Yes, indeed. Shall I transport you straight there? Das dauert sonst eh zu lang. All right, we're ready, Whis. Let's get back to Earth. Good. Now then. Ich meine, der Gott reicht ja eigentlich schon für Frieza, ne? Not so fast. I'll be going to Earth too. Oh, you'd like to join us, Lord Beerus? Wait, are you gonna help us fight Frieza, Beerus? Of course not. Don't be ridiculous. I'm a god of destruction, remember? It's not in my interest to destroy anything there. I'm only joining you to get my hands on some more of your plans. Ich weiß halt jetzt echt nicht, wie wir das anstellen sollen. Besides, I can't imagine you'd want me to fight Frieza anyway. Dass wir Level 300 erreichen, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Jedenfalls vorher. Wahrscheinlich erst nach dem DLC. If we don't get back to Earth immediately, then Bulma might... I mean, Trunks and the others might beat Frieza before we have a chance to fight him. Yeah, Vegeta. You're right. What's up? Well then, off we go. Hopefully Earth is still there when we arrive. Hey, don't talk like that, Whis. Blue Switch. Wie Vegeta im... And here we are. Wie Vegeta im Manga. This energy is definitely Frieza's. Really strong energy too. You've wasted enough time. Let's go. Yeah, you're right. Okay, we're heading out. Thanks a bunch for everything, Whis and Lord Beerus. I really appreciate it. You're very welcome. Good luck. All right, Whis, let's go get some Earth food. My, someone's impatient. How is Frieza this powerful? Oh fuck. Please don't tell me this is the best you can do. This is hardly the warm-up I was hoping for. I'm afraid this pre-revenge entertainment is starting to bore me. If only Goku had arrived sooner. Perhaps he's become painfully aware of my increased strength and power. Maybe he ran away in fear. Ja, als ob ich wegrenne. No way! My dad would never do anything like that. You're a fool if you think Goku would run away. I really expected Goku to show. And what? Irgendwie ist das Internet gerade echt nicht so gut. Phew. Looks like we got here just in time. Dad. Kann sich das Internet mal fangen? Goku, Vegeta, you sure took your time. Yeah, sorry about that. Sobald es in den Kampf geht, wird es wieder länger. Ich könnte kotzen. It seems you've attained a great deal of strength since we last fought.
and you're a lot stronger too. It's like I'm fighting a completely different person. Fortunately for me, I've done a great deal of training. You're hiding something, aren't you? Well deduced for a simpleton. I've managed to achieve an even greater power in preparation for this moment. Well, what are you waiting for? Stop talking and start showing. Very well then. Allow me to show you just how much more evolved I have become. Golden Freezer incoming. Oh, jetzt hat sich das Internet wieder gefangen. Alter. Tut mir auf jeden Fall leid, dass das Internet gerade so rumspackt, aber da kann ich leider nichts machen. Jawohl. Golden Freezer. I've made my new form gold, so it's clear who's sitting atop the pecking order. Er hat so ein Trauma, dass er den Super Saiyajin gemacht hat. Let's call this Golden Freezer, shall we? You're no doubt aware that my change goes far deeper than just my shimmering exterior, yes? I am. And even though I'm excited, I have to admit, I'm also kind of nervous. Jetzt bin ich gespannt. I don't know what to expect now. Well now, it seems Frieza's managed to increase his power by quite a bit. His lust for revenge has afforded him a great deal of motivation. If I didn't know any better, I'd say Goku may have finally met his match. While it is true Frieza's increase in power is remarkable, I wouldn't count Goku out of the chest. Stimmt, Pyrus hat ja geschlafen, während Whis uns trainiert hat. Der weiß, der kennt den Blue noch gar nicht. My turn to show you what I can do. I'm afraid not. What? Time's up. Beat it, Kakarot. Aw, come on, Vegeta. Things were just starting to get interesting. You only have yourself to blame. You should have stopped playing around ages ago. Now move aside. Seriously? Oh, come on. What's this? Vegeta. Frieza weiß gar nicht, was er drauf hat. If you think you can defeat me, you're more delusional than ever. Hau rein. What is this? No, not you too. Trauma incoming. Junge, badass. I too can become a Super Saiyan, a warrior of legend. And now, on top of that, I have the power of a god. Well, are you ready to continue, or do you need a moment? Come on, let's see if the almighty Lord Frieza has what it takes to defeat me. I'll admit I'm surprised by your transformation, but this changes nothing. I am still far beyond you. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kampf wird. Allow me to show you the true power of Frieza, the Emperor of the Universe. Okay, hau rein. Oh Gott, ah. Junge, Freezy, chill. Junge! What? Alter! What the fuck? Alter! Was ist mit ihm? Ich kann mich nicht bewegen, hä? What the fuck? Hier geht alles schief. Alter! Was zur Hölle? Jetzt reicht's. Ha!
So, jetzt aber. What the hell? Oh, ich... Junge! Oh, was jetzt? Junge, jedes Mal. Nein. Oh Gott. Alter, what the hell? Busy, chill. Ah, das ist eben. Oh, what the fuck? So, jetzt reicht's aber. Götterschockblitz. Goldener Todesball. Okay. Jawohl. Ja, Mann. Gib ihm. Eskalation. Yes. Alter, war das geil. Oh Mann, nun ah. Schade. Ich bitte Maus. Jeder weiß, was jetzt kommt. Oh Mann. Freezer, tut mir schon ein bisschen leid. Und Goku soll nicht rumspielen. Oh nein, you fool. Was jetzt? Töt ihn doch einfach! Ach, scheiße. Aber das ist schon geil gemacht. Alter. Oh, da haben die beiden nur Goku mitgenommen. Well, Frieza did something quite fascinating there. In a last he took out the whole planet. So what happened to everyone? And where's Frieza? I'm afraid all the inhabitants of Earth have perished. Frieza, on the other hand, is most likely still alive. What? But how? He's able to survive in the vacuum of space. How surprisingly clever of him. No way! So, now that Earth's gone, that means the Dragon Balls are gone too! Und das ist nur, weil Vegeta rumgespielt hat. Can't wish everyone back. That sounds about right. Man, this sucks! I should have finished him off when I had the chance. Indeed. Are you ready to make this right, then? Huh? This turn of events happened because of your own naivety. Rather than making short work of Frieza, you had too much fun with the fight and got careless. I know. So try not to mess things up this time. Destroy Frieza and send him back to hell. This time? What are you talking about? I possess the ability to turn back time, albeit only a brief amount. 3 minutes is the most I can manage. Ja, ihr habt doch jetzt schon 3 Minuten geredet. That's what I'm saying. Once I do so, you will be returned to just moments before the Earth was destroyed. Oh, then that means I can take out Frieza
Exactly. Finish him off quickly and your planet will be spared. This is great. Aber echt geiler Plot gewesen im Freezer-Film, muss man sagen. This is a one-time deal. The only reason I'm allowing this is because I don't want to miss out on Earth's delicacies. As I said before, do not mess this up. I won't. We'll see. I'm going to rewind time now. Ding, ding. Are you ready? Yeah, let's do this. Let's go. Freezer! Kiss your ass goodbye, Freezer. No. 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 No, no, no. I'm afraid you're finished, Freezer. Go back to hell. Jetzt bin ich gespannt. What's so damn funny? I'm not the one who's through here. You and your planet are finished! Freezer! What? Oh, what the fuck? Why you? Oh, Junge. Goku macht ernst. All right, Frieza. Looks like I'm gonna have to finish you off myself after all. Hey, das hätte jetzt eigentlich schon gereicht. Das hätte Vegeta weitermachen können. Ja, scheiße, ne? Oh oh. Ja, ja, komm. Junge! What the fuck? Und jetzt reicht's aber. Mach dich ab. So, Freezer, ich mach kurz einen Prozess mit dir. Hallo? Junge! Boah! Er lässt deinen kaum Ki laden. Nee, ich hab eben schon dein Muster rausgefunden. Mach dich ab. Oh Mann. So. Jetzt geht's los. Freezer. Was macht er jetzt? Oh nein. Oh Gott. Jetzt aber. Echt jetzt? Was ist jetzt rund? Alter. Junge. Ja, roter Bereich, let's go. Was willst du tun? Oh Gott, da muss ich weg. Nein! War doch klar, dass der mich da trifft. Jawohl. Ah, okay. Jetzt kann ich ihm kein Damage mehr machen. Ich glaub's ja nicht wirklich, dass du gegen mich gewinnen kannst. Haust du rein. Junge. Alter. Der arme Freezer. Hau rein. Ah!
Hau rein. Keine Chance. Boah. Ab in die Hölle mit dir. Da, wo du hingehörst. Nur ein A? Ach komm schon. Und nur ein Level up. Ach du meine Fresse. Sehr gut. Easy. Die Erde ist ein weiteres Mal gerettet worden. Ja, wenn er wüsste. Okay, here's the thing. Well, now this is embarrassing. A god of destruction saving a world instead of destroying it. Oh, don't be like that, Lord Beerus. At least we still have access to Earth's mouth-watering food. And just so you know, those two seem to have mastered that new power of theirs. I dare say they may have what it takes to give you a good fight. Provided they drop their bravado and actually attempt to work together, it could happen. I doubt that. He turned back time. Kinda hard to believe. Still, if anyone can pull off a technique like that, it'd be nice. You know, I've been doing some thinking. We managed to win this time. But we probably could have finished off Frieza super quick if we had fought together from the very beginning. Ja, aber als ob ihr jemand zusammenarbeitet. I don't need your help or anyone else's. Glad to hear that, Vegeta. I'd much rather fight alone too, if I'm completely honest. Those two. They are quite the handful, aren't they? Let's go, Whis. Well, at least they finally agree on something. And so, Frieza's villainous plan to invade Earth and exact revenge against Goku was foiled yet again. Boah, ich finde das DLC auf jeden Fall cool. Bin mal gespannt, was jetzt hier nach noch möglich ist. However, Goku and Vegeta would not rest, but instead went back to continue their training. Ja, natürlich. To become stronger and push themselves to even greater levels. Ein Teaser vielleicht auf den nächsten DLC? Nee? Okay. The question remains, was this the last time Goku and Frieza would cross paths? Ja gut, okay, das war jetzt Anspielung auf Universal Survivor Saga. Ja, das war's mit dem heutigen Stream-Highlights-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne einen Daumen da lassen und abonnieren, damit ihr die nächsten Stream-Highlights nicht verpasst. Bis dann und ciao, euer FireAlexa.